Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von F1 Insider, der Talk. Diesmal mit einem besonderen Gast, nämlich AlphaTauri-Teamchef Franz Tost. Franz, erstmal herzlich willkommen. Hallo und schönen guten Morgen an euch alle und an die Fans. Genau. Franz, die ersten zwei Formel-1-Rennen dieses Jahres sind absolviert. Australien steht vor der Tür. Was ist so dein Fazit zu den ersten beiden Rennen? Dass wir leider zu langsam sind. Bin also mit den Resultaten logischerweise nicht zufrieden. Unser Anspruch war es, dass wir ins Qualifying 3 kommen und dass wir um die Punkte kämpfen. Dass es uns weder in Bahrain noch in Jeddah gelungen. Und deshalb kann ich natürlich mit dieser Performance nicht zufrieden sein. Die heutige Folge wird gesponsert von CyberGhost VPN. CyberGhost ist ein führender Anbieter in der Datenschutz- und Sicherheitsbranche mit über 38 Millionen Nutzern weltweit, die auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet wurden. CyberGhost VPN verbirgt deine IP-Adresse und verschlüsselt deine Internetverbindung, damit du sicher online bist. Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel-1-Rennen ab März problemlos auf ORF oder SR verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere 4 Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,03 € pro Monat. Besuche dafür cyberghostvpn.com/Formel1Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 24/7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalingeladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Na, um die Punkte gekämpft habt ihr in Jeddah ja sehr wohl. Da gab es ja ein sehr, sehr schönes Duell mit Kevin Magnussen von Yuki. Ja, es gab ein schönes Duell, aber der Yuki hat mit stumpfen Waffen gekämpft, weil wir einfach auf der Geraden viel zu langsam waren und dadurch konnte er uns ohne Schwierigkeiten überholen. Wie viel Sorge macht dir sowas denn als Teamchef? Wir haben eben schon gesagt, im Hintergrund hast du noch das Siegerauto von Pierre Gasly. Ja, das macht Ja, mir als AlphaTauri, logischerweise, ja. ja, das macht mir logischerweise große Sorgen. Wir müssen jetzt Wege finden, damit wir aus diesem Dilemma herauskommen. Und ich war gerade gestern in England im Windkanal, habe den Leuten dort gesprochen und ich denke, dass wir da jetzt auf einer guten Fährte sind. Die haben also nach den ersten beiden Rennen ganz klar die Schwachpunkte erkannt und jetzt gilt es, diese auszumerzen und die Neuteile möglichst schnell an das Auto zu bringen. Werden das die gleichen Leute sein, die Schwachteile ausmerzen, denen du nicht mehr vertraust? Du hast das ziemlich offen angesprochen. Das fand ich ziemlich, ja, sehr, sehr ehrlich in einem Interview. Nein, das sind andere Leute. Wir haben also das Aero-Department umorganisiert und ich erwarte mir von diesen neuen Leuten, die dort jetzt dabei sind, eine Leistungssteigerung des Autos. Heißt umorganisiert oder hast du da, na, sagen wir es mal, brutal Leute rausgeschmissen? Ja, wir haben uns da schon vom Verantwortlichen getrennt. Sagen wir es so. Kann man einen Namen nennen, wer jetzt neu ist, also positiv? Wer macht das jetzt? Na, mit den Namen will ich da momentan nicht so in den Vordergrund rücken. Es sind da momentan drei Leute, auf die die Aufgaben verteilt worden sind. Und es ist noch eine Interimslösung, weil diese Umstrukturierungsmaßnahmen am Beginn der Saison waren ja nicht geplant. Aber Gott sei Dank haben wir schon letztes Jahr Leute akquiriert und haben Gott sei Dank die Leute auch bekommen. Die haben ja immer eine lange Wartezeit. Es ist manchmal ein halbes Jahr, manchmal dauert es bis zu einem Jahr. Und deshalb die Techniker, die jetzt neu in das Aero-Team gekommen sind, die haben wir bereits letztes Jahr sozusagen für uns gewonnen. Also Red Bull Racing scheint es ja nicht zu sein. Ich gehe mal davon aus, dass es da keine Wartezeit gegeben hätte. Kann man sagen, wo die herkamen? Es gibt auch bei Red Bull Racing Wartezeiten. Also wir können nicht von heute auf morgen Leute von Red Bull Racing abwerben. Das wäre natürlich das Einfachste. Wir müssen auch hier
die vier Regeln einhalten. Und da kommst du dann darauf an, wie lang diese Wartezeit ist. Aber ich kann nicht jetzt heute zu Red Bull Racing gehen, zum Christian und sagen, du, ich brauche einen Aerodynamiker, schick mir den morgen. Das geht nicht. Das erlaubt das Reglement nicht. Okay. Nun hören wir ja die ganze Zeit vom Aston Martin, dass der ein halber Red Bull ist, vielleicht auch ein ganzer Red Bull. Ihr seid das Red Bull B-Team. Warum könnt ihr das nicht? Warum könnt ihr nicht einfach einen Red Bull kopieren und damit dann auch auf Platz 3 fahren? Das, was bei Aston Martin geschehen ist, ist bei uns nicht möglich. Wir können nicht 5, 6 Leute, die besten Leute von Red Bull abwerben. Da würde ein Christian Horner und ein Adrian Newey auf die Barrikaden steigen. Und zwar zu Recht. Aston Martin, das ist eine andere Geschichte. Das ist ein Konkurrenzteam. Und die haben eben diese sehr guten Leute von Red Bull Racing abgeworben. Die sind dann auch ein halbes Jahr bis ein Jahr sozusagen in Gardening Leave gewesen. Aber ich kann nicht oder wir können nicht von Red Bull Racing Leute einfach abwerben. Das geht nicht. Wir bekommen die Unterstützung von Red Bull Racing. Aber wie gesagt, wenn dort Leute freigegeben werden für Scuderia AlphaTauri, dann ist das natürlich im Einverständnis mit einem Christian Horner. Und aber trotzdem mal ganz, ganz platt gefragt, es gab ja auch in der Vergangenheit schon auch bei Force India ja die Sachen, dass eben ein Auto gleich sah wie ein anderes Auto. Warum kann man nicht abfotografieren, nachbauen? Warum ist das in der Formel 1 so schwierig, ein schnelles Auto tatsächlich zu entwickeln? Weil die FIA da ein sehr genau definiertes Reglement erlassen hat. Das heißt, wir müssen der FIA unsere ganzen Entwicklungsschritte zeigen. Die FIA besucht unser Aero-Department. Die wollen sehen, wie entwickeln wir das Auto von der CFD-Seite aus, also Computer Fluid Dynamics. Dann wollen sie die einzelnen Entwicklungsschritte im Windkanal sehen, wie das alles zustande gekommen ist. Und wenn wir jetzt das Fotografieren ist in dem Sinn, wie es in der Vergangenheit geschehen ist, nicht erlaubt. Das heißt also, dass man mit Spezialkameras die Teile abfotografiert und dann eigentlich gleich darauf die Zeichnung machen kann. Das ist verboten und das wird auch von der FIA gerade jetzt bei uns natürlich streng kontrolliert. Und deshalb können wir nicht ad hoc einen Red Bull 1:1 nachbauen, sondern wir müssen in unserer Aero-Abteilung die Kreativität aufbringen, damit wir dann eben ein Auto auf die Strecke bringen, das einen Red Bull möglichst ähnlich sieht oder möglichst nahe kommt. Aber das machen ja alle Teams. Aber die letzten Geheimnisse natürlich, die hat dann Adrian Newey im Kopf und die wird auch niemandem sagen. Trotzdem, du sagst, es gibt ja so eine Art Zwangspause, wenn Ingenieure wechseln. Wie ist es trotzdem möglich, dass der Aston Martin dem Red Bull von letztem Jahr so ähnlich sieht? Ja, weil wir von 2021 auf 2022 die große Reglementsänderung hatten und das Reglement ist ja jetzt stabil. Es wurde ja nur am Unterboden einiges geändert. Das heißt, im Prinzip kannst du den 2021er Wagen weiterentwickeln. Das haben ja auch alle Teams gemacht. Und Red Bull war ja letztes Jahr schon überlegen. Das heißt also, wenn du auf dieser Basis aufbaust, dann hast du ein richtig gut funktionierendes Grundkonzept. Und das haben eben die Leute, die Red Bull letztes Jahr dann verlassen haben, um zu Aston Martin zu gehen, im Kopf mitgenommen. Aber die durften auch gar nicht arbeiten, das meinte ich. Ja, aber es hat sich ja nichts Großes geändert. Das Reglement ist ja gleich geblieben, bis auf den Unterboden. Und die Techniker, die da abgeworben worden sind, die sind sehr clever. Das waren auch Leistungsträger bei Red Bull Racing. Und deshalb konnten die natürlich da ein ähnliches Auto bauen. Wie könnt ihr dann aber trotzdem eure Synergien mit Red Bull eventuell noch stärken? Das ist ja auch das, was Helmut Marko jetzt zuletzt nochmal gefordert hat, auch Oliver Minzlaff. Was könnt ihr da noch intensivieren, was legal dann wäre?
Ja, sicherlich einiges an der Aerodynamik. Red Bull kann uns helfen, dass wir etwas mehr Windkanalzeit bekommen. Momentan haben wir 3 Tage, vielleicht, dass wir da einen halben Tag, einen Tag dazu bekommen. Dann natürlich müssen unsere Techniker im Aero-Department noch einen genaueren Blick auf den Red Bull werfen. Aber Red Bull darf uns die Aerodynamik betreffend einfach diesbezüglich nichts preisgeben, weil das im Reglement nicht erlaubt ist. Und da jetzt zu sagen, ja, die Techniker sollen uns das einfach sagen, wenn dann ein Techniker das Team verlässt und sagt, ja, Red Bull hat Scuderia Alfa Tauri diese oder jene Informationen gegeben, dann wird natürlich die FIA und die Konkurrenz wach und wird uns da Schwierigkeiten bereiten. Wir können nur im Rahmen des Reglements alles optimal ausnutzen. Das heißt, die Front Suspension, also die vordere Radaufhängung zu 100% zu übernehmen, dann Getriebe und Hinterradaufhängung, das haben wir ohne dies schon von Red Bull Racing und die Hydraulik. Also, und natürlich, wir haben denselben Motor, den Honda Motor. Das sind also die wesentlichen Eckpfeiler, auf die wir uns stützen können. Aber alles andere müssen wir selbst entwickeln, weil das einfach vom Reglement her so vorgeschrieben ist. Jetzt sagt auch jeder, die Formel 1 soll spannender werden. Ist es dieses Reglement, dass man keine Autos praktisch übernehmen kann, überhaupt noch sinnvoll? Wäre es nicht ganz gut, wenn ihr mit, ich sag mal, Red Bull B-Auto ganz legal fahren könnt? Ich meine, mich zu erinnern, 2008, euer erster Sieg mit Vettel in Monza war ja auch eigentlich eine damals erlaubte Kopie von Adrian Newey's Auto. Das war die Philosophie, wie wir angefangen haben. Als Dietrich Mateschitz bzw. Red Bull Minardi gekauft hat, hat es ganz klar die Prämissen gegeben. Erstens, wir müssen die Synergien mit Red Bull Racing 100% nutzen. Und zum Zweiten, wir müssen junge Fahrer ausbilden. Diese Zusammenarbeit mit Red Bull Racing hat sensationell gut funktioniert. Wir haben von denen die Teile bekommen. Und wir haben eigentlich ein Newey-Auto gehabt. Am letzten Stand, das Einzige, was anders war, war der Motor. Wir hatten einen Ferrari-Motor. Red Bull Racing hatte den Renault-Motor. Und wir waren konkurrenzfähig, ohne dass wir Hunderte von Millionen für Forschung und Entwicklung ausgegeben haben, weil das hat ja Red Bull Racing gemacht. Und das war ein Prinzip, das meines Erachtens sehr effizient war. Vor allem also in wirtschaftlicher Hinsicht. Und dann haben wir, muss ich jetzt sagen, leider in Monza gewonnen, weil darauf hat natürlich die Konkurrenz, und wir wissen, wie es in Formel 1 funktioniert, sofort gesagt, sowas geht nicht. Es muss jeder das Auto selbst bauen. Es muss jeder die IP-Rights für sich haben. Ansonsten geht das nicht. Und die FIA hat dann das Reglement von einem Tag auf den nächsten geändert. Und wir mussten dann hier in Faenza erst einmal die Infrastruktur aufbauen, um eben die Designer herzuholen, dann um die Produktion zu erstellen und um das Ganze drumherum natürlich entsprechend auf ein Formel 1-Niveau zu bringen. Aber wie gesagt, es geht leider eher in die andere Richtung, dass man immer weniger Teile von einem anderen Team erhält und dass man immer mehr selbst entwerfen muss und dass die IP-Rights für die einzelnen Teams eigentlich immer mehr in den Vordergrund gerückt werden. Ja, man will also eher Abkommen von diesen unterstützenden Maßnahmen oder von diesen Synergieprozessen. Man will eher dahin kommen, dass die Teams alles selber machen müssen. Für mich ein völlig falscher Weg, weil wozu sollen wir zum Beispiel ein Getriebe konstruieren? Das ist ja völlig sinnlos. Das Getriebe ist auch kein Performance-Differenzierter mehr. Das war früher mal der Fall. Ja. Aber noch einmal, das Reglement ist sehr eng gestrickt und wir haben da wenig Spielraum.
Dadurch entstanden ja auch Gerüchte, inwieweit sich zwei Teams für Red Bull noch lohnen. Es wurde sogar berichtet, dass AlphaTauri zum Verkauf steht. Wie anstrengend ist sowas für dich dann, ja, darauf reagieren zu müssen, das dementieren zu müssen? Und kannst du grundsätzlich noch mal was zu der Situation von AlphaTauri im Moment sagen? Ja, komischerweise über AlphaTauri hat es, seit ich hier bin, immer wieder Verkaufsgerüchte gegeben. Ja. Und ich habe dann immer in Dietrich Mateschitz jetzt angerufen, der hat gesagt, ich weiß von allen Samen nichts, vergiss es. Und so ist es auch gegenwärtig der Fall. Also es steht momentan zumindest einmal laut Aussage der Verantwortlichen nicht zum Verkauf. Und ich denke, dass das auch jetzt kein richtiger Zeitpunkt wäre, weil die Formel 1 boomt. Das heißt, der Wert der einzelnen Teams steigt immer weiter. Und ich persönlich muss sagen, dass es einen Partner wie Red Bull ganz selten gibt. Und wir also alle mehr als zufrieden sind, wenn Red Bull weiterhin der Besitzer des Teams ist. Wie es dann in Zukunft aussieht, das weiß ich auch noch nicht. Wie sich das alles entwickelt, das werden wir dann sehen. Du hast eben gesagt, du hast früher Didi Mateschitz dann persönlich angerufen. Wie läuft das jetzt? Telefonierst du dann mit Oliver Minzlaff? Und der war ja auch bei den ersten beiden Rennen vor Ort. Wie ist da so die Kommunikation von Helmut Marko? Hat man ja bei Sky gehört, dass er vielleicht nicht ganz so happy ist, wie das jetzt ist im Vergleich zu früher. Ja gut, ein Dietrich Mateschitz gibt es natürlich nur einmal auf der Welt und das war eine sensationelle Persönlichkeit. Und ich muss natürlich verstehen, dass ein Oliver Minzlaff das jetzt nicht so einfach hat, diese ganzen Aufgaben zu übernehmen und diese Verantwortung auch zu tragen. Und ich persönlich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Oliver Minzlaff. Wir haben uns sowohl in Bahrain als auch in Jeddah getroffen, haben über das Team gesprochen. Und es ist ganz klar die Ansage, dass wir unsere Performance verbessern müssen. Und da kann ich ja dem nur zustimmen. Und gegenwärtiger Ansprechpartner ist natürlich auch Oliver Minzlaff, dadurch, dass er verantwortlich ist für den Motorsport. Zur Performance gehört ja nicht nur das Auto, auch die Fahrer. Yuki Tsunoda ist jetzt in seinem dritten Jahr bei euch. Was muss von ihm jetzt kommen, damit er eine Zukunft haben kann bei Red Bull? Er braucht nur so weiterzufahren. Mhm. Der Yuki hat zwei sehr, sehr starke Rennen gezeigt. Und wenn ich mir den Entwicklungsprozess von Yuki Tsunoda anschaue, dann muss ich sagen, dass der wirklich erwartungsgemäß sehr, sehr gut verläuft. Er hat sich technisch sehr verbessert, gibt den Ingenieuren detaillierte Aussagen, hat also das Auto wirklich unter Kontrolle und er hat sowohl in Bahrain als auch in Jeddah zwei sehr gute Rennen geliefert. Er konnte da nichts machen. Er hat, glaube ich, das Optimum aus dem Auto rausgeholt. Und ich bin mit Yuki Tsunoda sehr zufrieden. Nyck de Vries ist ein Rookie. Und wenn wir uns die Startaufstellung von Bahrain anschauen, dann sehen wir einfach alle drei Rookies am Ende des Feldes. Das ist aber ganz normal. Ich betone ja immer wieder, ein Fahrer braucht mindestens 3 Jahre, um die Formel 1 halbwegs zu verstehen und dort auch richtig zurechtzukommen. Und dieses Jahr ist es für die Rookie eine noch größere Herausforderung. Warum? Wir haben die 6 Sprint Races, das heißt, sie haben das FP1 und dann geht es schon ins Qualifying. Und das Qualifying ist eigentlich die schwierigste Aufgabe. Warum? Weil sich die Bedingungen im Qualifying auch immer wieder ändern. A, vom Grip-Level her, B, zum Beispiel von den Wetterverhältnissen. Manchmal hast du Seitenwind, manchmal kommt der Wind von vorne, manchmal von hinten. Und das hat bei diesen Formel-1-Autos ganz, ganz gravierende Auswirkungen. Und auf das muss man sich dann einfach einstellen. Und wenn du dann als Neuling zum ersten Mal rausfährst ins Qualifying,
dann bist du vielleicht überrascht über das Grip-Level oder wie die Curbs plötzlich zu nehmen sind, ist dir noch nicht bekannt. Und das sind alles ganz, ganz kleine, aber wichtige Einzelteile, die du dann zusammenfügen musst. Und dazu brauchst du Zeit, das musst du erfahren. Und im ersten Jahr hast du jedes Mal ein erstes Qualifying in der Formel 1. Auch wenn du die Strecke kennst, das hat mit dem nichts zu tun. Das hängt dann davon ab, wie optimal kannst du das Fahrzeug, die Reifen ausnutzen, um die beste Zeit zu erzielen. Und das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Wir dürfen nicht vergessen, das Fahrerfeld in der Formel 1, das Niveau ist das höchste, das es eigentlich jemals gegeben hat. Ich kenne momentan keinen Formel 1-Fahrer, wo ich sagen würde, der hat sich das nicht verdient, dass er Formel 1 fährt. Das sind alles Fahrer, die in der Vergangenheit in den unteren Klassen Rennen gewonnen haben, Meisterschaften gewonnen haben. Also von daher hat sich das ganze Feld extrem weiterentwickelt. Muss sich Perez Gedanken machen, heißt es populär ausgedrückt, für nächstes Jahr? Entschuldigung, muss ich wer? Perez bei Red Bull, wenn Yuki so weitermacht. Meines Wissens hat Perez einen Vertrag, auch noch nächstes Jahr. Und für Yuki wäre 2024 ist vielleicht noch ein Jahr zu früh, weil Red Bull ist ganz einfach eine andere Nummer. Und da müsste er schon hoffentlich in der Lage sein, mit unserem Auto auch einmal da vorne mitzufahren, um zu zeigen, dass er auch, sage ich jetzt einmal, um ein Podium kämpfen kann, um dann wirklich für Red Bull reif zu sein. Red Bull fährt um die Weltmeisterschaft, sowohl was die Fahrer betrifft, als auch die Konstruktionsmeisterschaft. Und der Fahrer, der dorthin kommt, in dieser Phase, in der sich Red Bull Racing jetzt befindet, der muss also wirklich top ausgebildet sein. Und ich würde sagen, dass der Yuki da noch ein Jahr braucht, abgesehen von 2023. Also Ende 2024, sprich für 2025, das ist wieder eine andere Geschichte, aber das ist dann eine Entscheidung von Red Bull Racing. Aber man könnte sagen, dass Yuki schon der Erste in der Warteschleife ist von den ganzen Jungs im Kader, ne? Also so wie ich das sehe, zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf alle Fälle. Ja. Kann denn überhaupt irgendjemand gegen Max Verstappen bei Red Bull gegen ankommen? Also ist das nicht ein Himmelfahrtskommando da, sich neben Max das anzutun? Neben Max Verstappen bist du die klare Nummer zwei. Also der Max Verstappen wird immer die Oberhand behalten. Das ist die momentan wahrscheinlich der schnellste Fahrer in der Formel 1. Und wenn du dann Zweiter wirst hinter ihm, hast du eigentlich schon gewonnen. Okay. Zumindest also, an Erfahrung, dass du noch etwas zu langsam bist. Ja, du hast ja Max auch mit ausgebildet. Einerseits macht es dich auch stolz, jetzt zu sehen, wie er die Formel 1 dominiert. Und andererseits, was macht den so gut? Da kommen auch viele Faktoren zusammen. Was macht denn Max Verstappen so gut? Fürs Erste, der Max hat eine sensationelle Ausbildung genossen. Sowohl sein Vater war ja Formel 1-Fahrer, war ein sehr erfolgreicher und schneller Fahrer auch zu seiner Zeit. Und seine Mutter ist ja auch Kart gefahren und die war auch sehr, sehr schnell und sehr erfolgreich. Und der ist ja dann faktisch ab dem dritten, vierten Lebensjahr ist er ja wahrscheinlich täglich im Kart gesessen. Und dann natürlich einen Mann mit der Erfahrung oder Vater mit der Erfahrung an seiner Seite zu haben, nämlich in Jos, der sich wirklich um alles intensivst gekümmert hat, der die Motoren getunt hat, der wirklich jedes Detail für den Max vorbereitet hat. Das ist natürlich etwas Einmaliges. Aber, und jetzt kommt der Max ins Spiel, das musst du auch umsetzen. Und der Max hat sowohl die mentale Stärke als auch das fahrerische Können, um das dann alles auf die Piste zu bringen und um dann eben die entsprechenden Erfolge einzufahren. Weil es bemühen sich viele Väter, dass ihre Söhne erfolgreiche Rennfahrer werden. Aber das muss dann von denen umgesetzt werden. Und diese unglaubliche mentale Stärke,
dieses fahrerische Talent, dieses hohe fahrerische Niveau, das er sich angeeignet hat durch diese zahllosen Tests im Kart und Rennen im Kart und dann später in den anderen Juniorklassen, brachte den Max in die Position, dass er für mich momentan der schnellste und stärkste Formel-1-Fahrer ist. Franz, du hast ja auch schon viele erlebt, die sogenannten Giganten, die besten aller Zeiten. Wo würdest du Max da so einordnen? Ich weiß, man kann niemanden vergleichen miteinander trotzdem. Es gibt ja so das Gefühl, oh, der ist schon unter den besten aller Zeiten oder Brauer dafür noch. Wo würdest du ihn einordnen? Von den ganzen Fähigkeiten, von dem ganzen Cocktail als Rennfahrer, den du haben musst, hat er ja anscheinend sehr viel. Ja, der hat alles, was man braucht. Aber alles, was man braucht zu seiner Zeit, das heißt, ein Fangio dazumals hat ähnlich getickt, ist ähnlich gefahren, hat die anderen ähnlich distanziert und hinter sich gelassen. Dann später, sage ich jetzt einmal, ein Ayrton Senna, eine ähnliche Geschichte, oder ein Alain Prost und dann der Michael Schumacher. Die sind alle gleich gestrickt. Das heißt, die bringen ein super Talent mit sich. Das heißt, das ist für mich die Basis. Dieses Gefühl für die Geschwindigkeit zu haben, das richtige Gefühl zu haben, wie muss ich das Auto in die Kurve reinbewegen, egal mit welchem Auto ich fahre, welche Geschwindigkeit, wie kann ich das Auto optimal aus der Kurve raus beschleunigen. Das kann man Fahrern beibringen, aber nur bis zu einem gewissen Maß. Derjenige, der das dann vom Talent her besser versteht und besser kann, der ist vorne. Da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, das ist die Leidenschaft. All diese Fahrer bringen eine unheimliche Leidenschaft für ihren Job mit. Egal, ob das jetzt ein Max Verstappen ist, ob das ein Sebastian Vettel ist, also Michael Schumacher, die Fahrer, die ich ja jetzt persönlich kenne, die leben für den Formel 1, leben für den Motorsport. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Der dritte Punkt ist die Disziplin. All diese Fahrer, die sind unheimlich diszipliniert. Das heißt, sie tun alles für ihren Erfolg. Das beginnt mit der Ernährung, das beginnt mit dem Training, also dem physischen Training, dann auch das mentale Training, studieren der Gegner, wo sind die Schwächen, wie kann ich sie schlagen, wie kann ich sie ausmerzen. Und all die, das kommt auch dazu, sind extreme Egoisten. Also sie haben ihr Ziel vor Augen, der Beste zu sein, und das Ziel verfolgen sie, und da wird jedes Hindernis niedergetrampelt, ohne mit einem Wimper zu zucken. Und das zeichnet sie aus. Ja, richtig. Du hast jetzt eben Sebastian Vettel auch schon angesprochen. Ja, beide, Max und Sepp, sind bei dir durch die Schule gegangen. Kann man sagen, dass einer von beiden mehr fahrerisches Talent hatte, oder kann man diesen Unterschied gar nicht machen? Nein, man muss doch vorsichtig sein. Als sie dazumals bei Toro Rosso gefahren sind, da waren sie ja noch in der Aufbau- und der Entwicklungsphase. Mhm. Und da kann man jetzt nicht, also ich zumindest kann es nicht, herausfiltrieren, der hat ein bisschen mehr Talent als der andere. Beide haben schnell gelernt, beide sind ins Detail gegangen. Zum Beispiel, was meine ich damit, mit dem Sitz anpassen. Beide Fahrer haben, ich weiß es nicht, 10, 15 Sitze machen lassen, bis der wirklich gepasst hat. Ein ganz wichtiger Faktor. Und da entscheidet sich schon ein bisschen die Spreu von Weizen. Einige Fahrer sind nach dem ersten Sitz schon zufrieden. Kann sein, dass der gleich schon hundertprozentig passt. Ich behaupte nein, ja. Und auch die Fragen, die sie dann stellen bei den technischen Meetings, die Ansprüche, die sie stellen, wenn das Auto nicht richtig funktioniert, dass da sofort was geschieht. Und ich sage jetzt einmal, der Alpha-Behavior,
Also das Benehmen, dass sie die Führungsrolle übernehmen wollen, die wird dann gleich einmal ans Tageslicht gespült. Ja? Und das ist einfach ganz logisch für diese Fahrer. Und ich liebe es, mit solchen Fahrern zusammenzuarbeiten, die auch fordernd sind, die nicht mit allem einverstanden sind, die sagen, was sie wollen. Und das ist zwar nicht immer so einfach, und bedarf auch da und dort dann einiger Diskussionen, aber im Grunde genommen haben Sie immer recht und mir macht das Spaß. Also könnte man das umdrehen und sagen, ein Fahrer, der dich nicht nervt, ist bei dir gleich unten durch. Den kannst du vergessen. Genau. Ja. Aus deutscher Sicht hätten wir uns natürlich gewünscht, dass du auch mit Mick Schumacher hättest zusammenarbeiten können, nachdem du ja mit Michael und Ralf ja auch lange Zeit gearbeitet hast. Warum hat das am Ende nicht geklappt? Ja, es hat nicht geklappt, weil da Mick einen ganz anderen Weg gegangen ist. Ja. Er war also, denke ich, immer ein Ferrari-Fahrer, Ferrari-Nachwuchsfahrer von der Ferrari Academy, Driver Academy, und dadurch ist er bei uns eigentlich überhaupt nicht ins Blickfeld gerückt, weil er eben in der, sag jetzt einmal, im Nachwuchsbereich ganz anders aufgebaut worden ist. Ja. Ich hätte gerne mit dem Mick einmal zusammengearbeitet, weil ich davon überzeugt bin, dass er Fahrer ist, wesentlich mehr drauf hat, als die Leute jetzt einmal denken. Und es ist gut jetzt, dass er zumindest bei Mercedes da untergekommen ist. Ja. Aber gerade jetzt nach 2 Jahren Einsatz in Formel 1 ist natürlich eine Pause das Schlechteste, was passieren kann. Aber muss einmal damit zurechtkommen und vielleicht ergibt sich dann früher oder später eine Möglichkeit, dass er wieder Formel 1 fährt. Was würdest du ihm empfehlen? Ja, Ralf, du? Sein Onkel Ralf hat eine interessante These aufgestellt. Er hat gesagt, wenn Michael um ihn herum gewesen wäre die letzten Jahre, wäre er immer noch in der Formel 1 sozusagen. Allein weil durch seine Präsenz wäre das mit bei Haas wahrscheinlich nicht so passiert. Siehst du das ähnlich und wie wichtig ist denn auch ein Umfeld für einen Fahrer, heißt das? Mit Michael an seiner Seite wäre der Mick hundertprozentig noch in der Formel 1. Das ist ja ganz klar, es ist schon allein die Persönlichkeit von Michael. Und da wäre das wahrscheinlich alles ganz anders gelaufen. Und ich will aber jetzt nicht das Umfeld da kritisieren, sondern es ist schwer. Ich meine, wenn ein Michael Schumacher denn mit einem Teamchef spricht, ist das natürlich schon eine eigene Hausnummer. Parallel könnte man ja auch fragen, welche Rolle spielt denn Jos Verstappen auch jetzt immer noch für Max? Ist das immer noch eine sehr wichtige Rolle? Er ist ja auch immer noch vor Ort. Er ist vor Ort. Der Jos Verstappen wird bei Max immer eine wichtige Rolle spielen. Und warum? Jetzt kann man sagen, ja, der Max weiß doch selber, was er macht. Er ist jetzt 2-mal die Weltmeisterschaft gewonnen, ist der schnellste Fahrer in der Formel 1. Klar, der weiß das schon, aber es gibt so viel Arbeit im Umfeld des Fahrers und damit willst du deinen Fahrer selbst eigentlich gar nicht belasten. Und der Max hat sich da ein super Umfeld geschaffen mit dem Raymond Vermeulen und mit seinem Vater Jos. Das heißt, die nehmen ihn alles ab, was ihm vom Fahren ablenkt. Da gibt es natürlich auch immer wieder ja, auch unangenehmere Themen. Und dann sagt er zu denen beiden, das passt mir überhaupt nicht, also sortiert das aus. Und er kann sich aufs Fahren konzentrieren. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der Fahrer sich nicht mit solchen Nebensächlichkeiten beschäftigen muss. Ja, ich meine, ich sage das auch immer wieder zu unseren Fahrern. Ich nenne jetzt ein einfaches Beispiel, einfach damit ihr versteht, was ich meine. Da ist ein Heimrennen und dann wollen natürlich viele Fans des Fahrers kommen. Ja? Nehmen wir jetzt an Yuki in Japan. Klar, der hat dort viele Freunde, Fans und dann rufen sie ihn alle an. Ich brauche ein Ticket, ich brauche einen Durchfahrtschein, ich brauche diese, brauche jenes. Ich habe zum Yuki gesagt, vergiss das bitte alles. Dann nicht nur zum Yuki, das sagt sie jedem Fahrer. Sucht euch jemanden, der euch diese Arbeiten abnimmt, weil ich will nicht, dass ihr damit eure Zeit und Energie verschwendet,
sondern ihr sollt euch hundertprozentig aufs Fahren konzentrieren. Deshalb ist es wichtig, dass Fahrer jemanden an der Seite haben, dem sie vertrauen und der ihnen diese ganzen Arbeiten abnimmt, die eigentlich nur ablenken, die Konzentration wegnehmen, die Energie wegnehmen, weil dann passt dieses nicht, dann passt jenes nicht. Und ich habe gesagt, vergiss das Telefon, schalte es ab, wenn du dort bist, ja, damit dir dann niemand auf die Nerven gehen kann. Nun kommt ja schon die nächste Vater-Sohn-Kombi auf uns zu, auch im Red Bull Junior-Kader, nämlich die Montoyas. Freust du dich schon, dass der kleine Sebastian vielleicht irgendwann mal bei dir auch fährt? Ja, aber schön. Ich kenne ja den Juan seit vielen, vielen Jahren. Er war damals auch Teamkollege vom Ralf bei Williams. War eine schöne, eine interessante Zeit, ja. Und würde mich freuen, wenn das klappt. Was war so? Du fliegst jetzt wahrscheinlich bald nach Australien. Was erwartest du da von dem Rennen für euch? Ich komme jetzt gerade von der Technikabteilung, da haben sie einen neuen Unterboden angepasst, ja. Und ich hoffe, dass der funktioniert und dass wir vielleicht eineinhalb Zehntel gewinnen. Vorausgesetzt, dass die anderen nicht auch ein Upgrade bringen, dass dann zwei Zehntel schneller ist, weil dann ändert sich gar nichts. Und dann werden wir sehen, aber prinzipiell fahre ich immer optimistisch zu einem Rennen, um dann eben am Wochenende abgewatscht zu werden. Oder hoffentlich nicht. Okay. Wie siehst du das eigentlich aus AlphaTauri-Teamchef-Sicht, die Red Bull-Dominanz im Moment? Viele jammern ja schon wieder darüber, gerade auch Mercedes, die es ja eigentlich selbst gewohnt sind, wie es ist, Dauersieger zu sein. Ist es schlecht für die Formel 1, dass ein Team da jetzt so vorne wegfährt? Oder sagst du, solange das Red Bull ist, alles gut? Da schließe ich mich deinen letzten Worten an. Solange es Red Bull ist, ist alles gut. Gut, das ist doch ein schönes Ende. Ja, noch ein Satz. Wie überlegen ist denn jetzt der Red Bull? Hamilton spricht davon, der ist sogar überlegen, als Mercedes 2014 war, was ich kaum glauben kann, weil das war ja Wahnsinn. Wie ordnest du die, kann das überhaupt nur jemand aufholen dieses Jahr? Realistisch. Das ist schwer, aber der Hamilton hat das natürlich gesagt, weil er war 2014 vorne, deshalb hat er gar nicht gemerkt, wie schnell er überhaupt war. Ja? Aber diese Überlegenheit damals von Mercedes war ähnlich, wie sie jetzt ist, von Red Bull Racing. Es wird schwer für die Konkurrenz das aufzuholen, aber man weiß ja nie. Und ich persönlich wünsche mir, dass Max Verstappen zum dritten Mal Weltmeister wird und dass Red Bull weiterhin vorne ist und die Saison dominiert. Alles klar. Super. Danke, Franz. Danke okay. Für das schöne Interview. Viel Erfolg in Australien. Guten Flug. Dankeschön. Genau. Danke an alle.